Der Holger Laudelei hat mir das Balkonkraftwerk geschickt. Ich muss zahlen. Kurz darauf ist die Rechnung gekommen. Und dann habe ich gesagt, taugt der Mist überhaupt etwas? Wo er die ganze Zeit, der Mist der Energiewende, wo redet er da die ganze Zeit, muss man mich damit auseinandersetzen, ob der Mist überhaupt was taugt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin der Helmut und auf meinem Kanal geht es um Elektrosachen. Balkonkraftwerk, Elektrosach, selbstverständlich. In aller Munde, Energiewende, Stromsparen, Photovoltaik, Strom wird zu teuer. Ich setze mich natürlich auf meinem Kanal mit Photovoltaik, Powerstations und so weiter auch auseinander, habe aber selber noch nie so ein Balkonkraftwerk in der Hand gehabt und dann habe ich mir gedacht, muss ich sowas einmal testen. Ich habe mich vor kurzem mit dem Holger Laudelei unterhalten, dem Mr. Energiewende. Balkonkraftwerk.de wäre der Begriff sein. Der hat mir dann die Hintergründe ein bisschen so erläutert, für was das Ganze, also bei dem Balkon, Solar, Balkonkraftwerk, geht es jetzt nicht um die über die Maßen Stromsparen, weiß der Geier was, sondern es geht eigentlich um die Grundlast, wenn möglich, nahe genug an die Grundlast ranzukommen, um die Grundlast eines Wohnhauses zu decken oder Wohnung oder was auch immer. Was ist die Grundlast? Die Grundlast ist im Prinzip alles das, was in ein Haus oder Wohnung läuft, wenn niemand zu Hause ist. Also Kühlschränke, so Gefrierschränke, Standby-Geräte, vielleicht Heizung, Aquariumpumpen, Handy-Ladegeräte oder überhaupt kleine DC-Ladegeräte für Handy, Laptop, alle Standby-Geräte, habe ich schon gesagt. Das alles zählt zur Grundlast. Am besten wäre jetzt natürlich zu wissen, wie viel die Grundlast beträgt. Wie viel ist das momentan? Wie viel zirkt das Haus? 300 Watt, 200 Watt, also 0,3 Kilowattstunden, so hergesehen, der Verbrauch. Das zu wissen, war schon mal eine gute Sache. Gibt es bestimmte Möglichkeiten. Auf das möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Shelly hat da ein Produkt, das man einbauen kann. Man kann einen kleinen digitalen Zähler zusätzlich einbauen, um einmal dies zu ermitteln. Dementsprechend, klein oder groß, kann man das Balkonkraftwerk wählen. Es ist ja so, Balkonkraftwerk darf man einfach einspeisen, bis zu 600 Watt. Sinn der Sache ist, wenn man zu groß einspeist, zu viel, 800 Watt, 1 Kilowatt, und das aber nicht im Standby-Betrieb, also im Grundlastmodus, wenn niemand zu Hause ist, verbraucht, würde ja der überflüssige Strom, der nicht verbraucht wird, ins Netz eingespeist. Das darf eigentlich nicht sein, bis zu die 600 Watt eben doch, ist wegen so eine kleine Grauzone. Aber das ist ja eigentlich hergeschenkt. Viele haben jetzt natürlich einen Zähler drin, einen Ferraris-Zähler, der würde dann rückwärts drehen. Das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Das heißt, wenn man sowas hat, müsste man es melden. Kurz darauf da der Energieversorger kommen und da einen anderen Zähler einbauen, einen anderen Zähler, der sich eben nicht mehr rückwärts dreht. Hin und her und hin und her. Mir geht es ja nicht darum, ob man das jetzt anmelden soll oder nicht. Mir geht es darum, rentiert sich das? Ist das für einen Laien zu bewerkstelligen? Kann er sowas selber ohne Probleme aufstellen oder wie schaut das aus? Ich habe euch anfangs gezeigt, dieses Modul, das er mir da geschickt hat, ich verlinke das dann unten einmal, hat zwei Ständer, die steht dann leicht so schräg. Das heißt, ich kann das im Garten überall hinstellen. Also wir in Bayern haben wir mit dem Balkonsolar überhaupt gar kein Problem. Weil, so wie ich das geliefert gekriegt habe, kann man das Gestell aufbauen wie eine Bierzeuggarnitur. Also furchtbar einfach. Und ist ansonsten steckerfertig. Das heißt, ich stecke das Ding dann in die Steckdose an. Im besten Fall habe ich in der Steckdose noch irgendeine kleine WLAN-Zwischensteckdose geschalten. Dann kann ich natürlich über Handy oder was auch immer abrufen, wie viel Strom man erzeugt hat, wie viel Strom das man eingespeist hat. Ist eine ganz nützliche Sache, um das Ganze auszubalancieren. Wie viel Grundlast hat man, wie viel speist jetzt der ein? Ist da zum Beispiel ist jetzt also ein 300 Watt Balkonkraftwerk, bis 600 darf man. Man könnte ein zweites System ankoppeln. Man hat da jede Möglichkeit. Ich habe jetzt das System auf Süden ausgerichtet. Ich glaube, weiß gar nicht, ein bisschen sieht man schon. Von Osten her kommt die Sonne. Ein, zwei Stunden wird es jetzt noch dauern. Dann knallt die Sonne da drauf. Und dann sollte das eigentlich bis im späten Abend darüber wunderbar funktionieren. Das Gute hier wäre, ich könnte das Ganze morgens ein bisschen Richtung Osten drehen, mittags Süden, abends Süden und später dann noch Richtung Westen. Dann hätte ich noch mehr eingefangen, weil das ist jetzt nicht so besonders schwer, das funktioniert ziemlich gut. So steht jetzt das bei mir fertig aufgebaut. Da hinten habe ich die Leitung einfach unter der Stufe rüber verlegt und in die Steckdose rein. Und da habe ich so einen WLAN-Zwischensteckdose und dann kann ich mein Handy alles abfragen. Mir ist bewusst,
dass sowas wieder nicht jeder machen kann. Es gibt da verschiedene Systeme. Einen kann man an den Balkon hängen, einen so einfach mit so einem fertigen Gestell für einfach draußen aufstellen. Dass das nicht bei jedem geht, in einer Mietwohnung zum Beispiel, oder wenn mir einfach diese Sonnenseite nicht gegeben ist, ist mir vollkommen klar. Ich habe mich lange mit dem Holger über das Thema unterhalten und er hat mir seine Idee nahegebracht. Und ich muss sagen, die Kernaussage ist schon richtig. Die Kernaussage stimmt schon. Diese Energiewende, ich will den Nutzen pro und contra will ich nicht erläutern. Nur wenn diese Energiewende gelingen soll, wird es über die zentrale Stelle Regierung nicht gelingen. Man sieht ja, in welche Richtung das überall hingeht. Wenn, dann gelingt es nur, wenn sich die Gemeinschaft selber einfach da einschaltet und eben zum Beispiel der Holger auf seinem wo auch immer er ist, der Holger weiß alle Zahlen. Der weiß, wie viele Haushalte, wie viel Solar das schon gibt, wie viel Balkonsolar, wo es da im Jahr dann möglich ist einzuspeisen. Er hat das alles gegengerechnet und er sagt, er ist davon überzeugt, nur so funktioniert das. Wenn die Grundlasten der Häuser überall schon mal komplett gedeckt wären, wäre das ein erster, sehr großer Schritt für das Gelingen der Energiewende. Dass dies natürlich nicht ausreicht, dass das im Winter nicht funktioniert, dass das in der Nacht nicht funktioniert, dass da auch Wind zusätzlich komplett ohne alles nicht funktioniert. Um das geht es mir gar nicht. Es geht einfach nur in diesem Fall um diesen Aspekt, Energiewende, sich selbst mit dieser Thematik zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und ich finde es ziemlich, ziemlich geil, wenn ich einfach sagen kann, ich kann Geld sparen, Strom sparen. Auch wenn jetzt dies nicht die breite Masse oder die Riesenmasse, die Riesensumme ist, gibt ja natürlich noch andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt da 300 Watt, das heißt ja noch lange nicht, dass ich damit fertig bin. Ich habe da auf Süden ausgerichtet ein schönes Carport. Da gehen 3, 4, 5 Kilowatt Peak Module drauf. Das werde ich natürlich wieder mit einer meiner Powerbank-Lösungen und Zusatzakkus. Ich habe da mittlerweile ein System, da habe ich 21 Kilowattstunden kann ich da speichern und 7200 Watt gleichzeitige Entnahme. Das heißt, ich kann da richtig Leistung drüber fahren und kann auch viel speichern. Ob sich das Ganze irgendwann rechnet, ob sie sie und wann sie sie und so weiter, um das soll es auf meinen Kanal nicht gehen. Da gibt es so viele andere, die das ausdiftelt haben. Um das geht es mir da jetzt einfach nicht. Ich möchte einfach nur kurz das System zeigen, erklären. Ich habe jetzt da die App. Ich glaube, man sieht das ganz schön. 8,1 Watt produziert das Ding im Moment und speist es ein. Obwohl, wie man sieht, kein einziger Sonnenstrahl da drauf fällt. Jetzt werde ich das einmal ein kleines bisschen, sieht man das, auf diesen beleuchteten Streifen stellen. Und dann möchte ich sehen, ob das Auswirkungen hat. Und schon hat das Ding, obwohl nicht besonders gut aufgestellt, über 100 Watt. Und das Kabel führt einfach nur da rein. Es ist ja vollkommen egal, wie rum dieser Schokostecker eingesteckt wird. Dass das mit Thema WLAN, Einspeisevorrichtung und so weiter. Wer sich für dieses Thema interessiert, soll sich das Video von mir anschauen. Da habe ich genügend dazu gesagt. Also taugt jetzt der Mist vom Laudelei was? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aufstellen, anschließen ist eine Sache auf 5 Minuten. Das geht sowas von super schnell, sowas von super einfach und das ist richtig, richtig stabil. Absolut okay, absolut in Ordnung. Ob jetzt das gewünschte Ergebnis bringt, wird die Zeit zeigen. Ich darf sagen, nach 4 Wochen, wir haben jetzt Anfang Oktober, nach 4 Wochen schauen wir uns einmal, was wir da ausgebracht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht verarschen.